Schon seit 500 Jahren gibt es Mainzer Fasnachtsumzüge. Im 19. Jahrhundert wurden die ersten Fasnachtsvereine in Mainz gegründet. Jedes Jahr finden in Mainz große Fasnachtsumzüge statt. Die Fasnachtszeit wird auch als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Für die Christen bezeichnet Fasnacht den Tag vor der 40-tägigen Fastenzeit. Außerdem dient Fasnacht dazu, den Winter zu vertreiben, damit es endlich wieder Frühling wird. Auch sollte dadurch das Böse vertrieben werden. Wir haben uns gefragt, was der einzelne Mainzer in Fasnacht macht. Ich werde an Fasnacht zum Rosenmontagsumzug gehen und bei Altweiberfasnacht auf eine Party im Kutz. Ich glaube, ich mache dieses Jahr mal ein bisschen gemütlich. Ich wohne hier direkt um die Ecke. Das heißt, ich kriege dann eine Woche lang alles von Montag an mit. Und ja, da bin ich nicht so ganz Fan von dieses Jahr. Rosenmontag bin ich natürlich dabei, aber ich mache ein bisschen viel. Ja, im Normalfall gehen wir zum Mars auf den Rosenmontagszug. Da stehen wir in der Bobstraße. Wir besuchen im Normalfall, dieses Jahr ist es etwas weniger, eine große Prunksitzung und zwei kleinere von den örtlichen Vereinen. Ich gehe auf mehrere Sitzungen, weil ich die Fasnacht toll finde. Also Mr. History, da sage ich mal besser nichts und sage ich was Falsches. Ja, das hatte glaube ich was mit den Franzosen zu tun hier in Mainz, die Fasnacht. Die Mainzer haben sich gegen die Besatzung der Franzosen aufgelehnt. Daher kommt ja auch die Fasnachtsfarben. Die haben dann einfach noch ein Gelb da dran gesetzt. Ne? Weil Franzosen sind ja blau-weiß-rot. Und dann haben die Fasnachter in Mainz, damit sie Fasnacht machen konnten, den Franzosen das Gelbe nochmal an die Fahne geheftet. Und daher kommt ja diese Farbenpracht. Ne? Ich kenne die Bräuche, aber ich lebe sie nicht mehr, schon lange nicht mehr. Was mich stört, der Müll. Nach dem Umzug ist immer überall Müll in der ganzen Stadt. Das ist ganz schön, also das ist krass, wie viel Müll entsteht. Also es stört mich nicht, wie er entsorgt wird, also weil das ist ziemlich krass, wie gut das hier organisiert ist in Mainz. Aber einfach, dass so viel Müll dabei entsteht, das stört mich. Naja, eben diese Dauerbeschallung. Also ich finde es schön, dass die Leute feiern. Allerdings, ja, finde ich halt eine Woche relativ lange und ich finde es schade, dass die Leute manchmal mittags halt schon so betrunken sind. Und ja, wenn man dann von der Uni kommt und man nicht mehr richtig nach Hause kommen kann, weil alle betrunken sind und überall Scherben liegen, das finde ich nicht so toll. Nee, ich war noch nie in Köln. Viele sagen einfach, in Köln ist es ja Karneval und hier ist Fasnacht. Das ist der Unterschied. Also ich habe schon so einiges gehört. Ich weiß natürlich, dass man da Alaaf sagt und nicht Helau. Und ich glaube, dass es da auch Karneval heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier heißt es ja Fasnacht. Hier darf man sowas ja nicht sagen. Das ist ja ganz verpönt. Und sonst denke ich mal, es ist noch größer auf jeden Fall als hier in Mainz.